Hallo und schön, dass du den Weg auf meinen Kanal gefunden hast. Heute geht's mal mit einem ziemlich grundlegenden Thema los, aber das beschäftigt wahrscheinlich sehr viele am Anfang. Und zwar geht's heute mal um die Slicer-Software. Einerseits natürlich erstmal, was tut der Slicer? Und danach präsentiere ich euch mal in einer kleinen Videoreihe den Slicer, den ich immer nutze, den sehr viele nutzen, das Ultimaker Cura. Das ist so eins mit der am weitesten verbreiteten Slicer. Weiterhin gehören dazu noch andere Sachen, wie zum Beispiel der Prusa Slicer von, bin überrascht, Prusa. Und dann gibt es noch das Simplify 3D als Slicing-Programm. Aber da gibt es, soweit ich weiß, keine kostenlose Version. Das ist relativ teuer und da müsst ihr euch schon sehr sicher sein mit dem Hobby, wenn ihr euch das anschaffen wollt. Aber zuerst jetzt mal zur Fragestellung, was ist überhaupt diese Slicer-Software und was tut die? Ihr habt in den meisten Fällen eine STL-Datei auf der einen Seite und euren Drucker auf der anderen Seite. Die Slicer-Software ist dann das Bindeglied zwischen den beiden. Und zwar wandelt die STL-Datei in einen maschinenlesbaren Code um. Im Endeffekt bedeutet das nichts weiter als, ihr gebt euer 3D-Modell in den Slicer. Der Slicer liest das ein, macht dann schichtweise Maschinencode, also maschinenlesbare Parameter draus, wo der Drucker hinfahren soll, wie viel er da extrudieren soll und wie schnell er das Ganze macht. Das erzeugt der Slicer dann für jeden Layer, den ihr machen wollt. So baut sich das Druckobjekt dann im Endeffekt auf und ihr habt am Ende dann einen sogenannten G-Code und den könnt ihr an euren Drucker senden, den kann dieser einlesen und führt dann die entsprechenden Operationen aus, um euer Objekt zu drucken. Wie der Slicer das Ganze macht, das ist natürlich deutlich komplexer, aber muss euch eigentlich auch nicht interessieren. Hauptsache ist ja, dass das Ganze funktioniert und ich habe mich am Anfang mal für Ultimaker Cura entschieden, weil das so mit der Platzhirsch ist. Das Ganze wird von Ultimaker angeboten. Die bauen ja auch ihre eigenen Drucker. Aber die machen diese Software zum Glück Open Source und gratis für alle. Natürlich ist die optimiert für die Ultimaker Drucker. Aber wir können auch unsere eigenen Drucker hinzufügen, unsere eigenen Druckprofile, Plugins und vieles mehr. Wie das Ganze funktioniert, erfahrt ihr in der Videoserie, die jetzt hier in den nächsten Tagen auf den Kanal kommt. Deswegen nicht vergessen zu abonnieren, damit ihr auch immer an die Videos erinnert werdet und alle wiederfinden könnt. Ich mache da auch eine extra Playlist dazu. Die verlinke ich euch hier oben mal. Dann könnt ihr das Stück für Stück durchgehen, euer Cura einrichten. Wir beginnen wahrscheinlich einfach mit der Einrichtung eines neuen Druckers, weil die wenigsten einen Ultimaker haben werden. Und danach gehen wir über die Einrichtung der Profile, damit ihr den Slicer nutzen könnt, um mit eurem Drucker zu drucken. Damit ihr diese Videoserie begleiten könnt, müsst ihr euch das Ultimaker Cura einfach mal im ersten Schritt von der Website runterladen. Einfach bei Google eingeben, runterladen, installieren. Danach findet eigentlich alles in den Tutorials statt, was ihr wissen müsst. Sollte ich irgendwas vorausgesetzt haben, was ihr nicht wisst, einfach unten in die Kommentare schreiben. Dann kann ich da eine Ergänzung zu machen, dass ihr das auch hinkriegt. Ich stecke so tief im Thema drin, dass ich manche Sachen einfach gar nicht mehr weiß, dass das eine Problemstellung ist. Deswegen weist mich einfach darauf hin, dann ist das Ganze kein Problem. Und ein wichtiger Hinweis oder besser gesagt ein Tipp zum Abschluss. Ich lasse das Ultimaker Cura und auch alle andere Software, die ich mit 3D-Druck nutze, immer in der englischen Sprache. Das mag dem einen oder anderen vielleicht komisch vorkommen. Vielleicht findet ihr es auf Deutsch etwas einfacher. Ihr müsst euch da einfach nur dran gewöhnen. Denn der Grund dafür, warum ich das mache, ist, dass ihr dann die englischen Fachbegriffe kennt, also diese englischen Schlagwörter wie nicht Schichtdicke beispielsweise, sondern Layer oder zum Beispiel nicht Flussrate oder Flussmenge, sondern Flow. Und wenn ihr diese Schlagwörter bei Google einfach eingibt und euer Problem dazu, findet ihr viel eher irgendwelche Lösungsansätze, als wenn ihr die, naja, manchmal mehr oder minder guten deutschen Übersetzungen nutzt. Also nicht wundern, warum mein Cura auf Englisch ist. Und warum ich diese englischen Begriffe benutze, das hat einfach was mit meinen bisherigen Erfahrungen zur Problemlösung im 3D-Druck zu tun. Ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht mit den englischen Wörtern, mit den deutschen meistens nicht. Deshalb habe ich mir das angewöhnt und ich möchte es euch ans Herz legen, euch das auch gleich anzugewöhnen. Wenn ihr damit schon Erfahrungen habt, mir zustimmt oder dagegen seid, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare, warum, wieso, weshalb. Würde mich mal sehr interessieren, wie ihr an die ganze Sache rangeht. Wir sehen uns dann hoffentlich morgen direkt zum ersten Video wieder. Bis dahin und viel Spaß mit der Videoserie.